Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC mit dem Gaming PC AMD Ryzen 5 3600 bla 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 bla. Das sind einfach nur die technischen Daten für 859 Euro. Zu dem Bild sei gesagt, es ist, man muss es so sagen, fake. Die drei Lüfter, die gibt es natürlich. Das Gehäuse gibt es auch, allerdings nicht im Endkundensegment. Da kommen wir aber später zu. Auf dieses Bild bitte gar nichts geben. Da ist ein Asus ROG Board drin in voller ATX-Ausführung mit Corsair Vengeance RGB Pro RAM 4 Stück und Lüfter und so. Das ist alles nicht da drin. Vor allen Dingen, man sieht es auch schon an der Grafikkarte, das ist eine RTX-Karte und keine GTX-Karte. Ob dieser Lüfter hier hinten verbaut ist, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil in der Info stand halt nur die drei Frontlüfter. Aber alles in allem, bitte nicht nach diesem Bild gehen. Das System wird definitiv anders aussehen. Dann kommen wir auch schon zu den technischen Daten. Hier haben wir das Gehäuse, das ist das SQ Tower 01 RGB Schwarz-Glasfenster. Und hier nochmal die Information. Hier sind halt die Frontanschlüsse und hier steht Lüfter dreimal mit RGB-Beleuchtung. Deswegen, sogar mit Rechtschreibfehler, geil. Deswegen denke ich, dass eben nur die drei Frontlüfter verbaut sind und im Heck leider keiner mehr. Das ist natürlich sehr schade, was den Airflow angeht. Da es dieses Gehäuse leider im Endkundensegment bisher nicht gibt, nehmen wir jetzt einfach mal ein LC Power Gaming 995B Lightbox. Das kommt dem Design ungefähr gleich. Jetzt kann ich euch natürlich nicht sagen, wie der Airflow ist von dem anderen Gehäuse. Kostet 58,85 Euro bei csvdirect.de und packen wir so in den Warenkorb. Als Netzteil haben wir ein SQ-Wide Silent 600 Watt 80 Plus. Ja, jetzt haben wir wieder dieselbe Problematik. Die gibt es auch nicht im Endkundensegment. Es ist auch nur ein 80 Plus Netzteil, noch nicht mal mehr Bronze oder ähnliches. Wir nehmen jetzt einfach mal ein BeQuiet System Power 9 auch mit 600 Watt. Das hat auch 80 Plus, allerdings Bronze. Hat auch 3 Jahre Garantie. Das heißt, wir rechnen etwas höherwertiges rein. Ich halte von diesen SQ-Produkten erstmal nichts von diesen Netzteilen. Ich konnte sie auch bisher noch nicht testen. Ich weiß nur, dass das meistens so China-Böller sind. Das ist genauso wie diese Boostbox-Geschichte. Es gibt jetzt aktuell auch einen Artikel, dass Gigabyte Probleme hat mit den Netzteilen. Und die Gigabyte-Netzteile sehen sehr stark vom Design aus her wie die Boostbox-Netzteile. Deswegen ist so eine Sache. Das packen wir einfach mal für 54,96 € über Mindfactory in den Warenkorb. Als Mainboard haben wir ein MSI B450M Pro-VDH Max. Ist natürlich wie immer bei so günstigen Systemen ein Micro-ATX-Board. Mehr könnt ihr in dieser Preisklasse auch leider nicht erwarten. Vom Design her haben wir gekühlte Spannungswandler auf der linken Seite, auf der Oberseite leider nicht, warum auch immer. 4 RAM-Bänke, hier ist der Grafikkarten-Slot. Diesen hier werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil die Grafikkarte das mit dem Lüfter verdeckt. Den hier könnt ihr dann noch benutzen, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte, eine USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinstecken wollt. Hier könnt ihr sogar noch eine M.2 SSD einbauen. Der ist sogar frei, weil in diesem System eine 2,5 Zoll SSD verbaut ist. Das heißt, hier drüber könnt ihr sogar noch erweitern. Von den Anschlüssen her haben wir einen Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI und VGA. Die werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und einen PS/2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil die meiste Peripherie eben über USB läuft. Alles in allem gibt es über dieses Board nicht mehr zu sagen. Es ist ein B450-Chipsatz. Das reicht natürlich für die 3000er-Reihe. Das reicht auch noch für die 5000er-Reihe, was die Prozessoren angeht. Dann habt ihr aber natürlich kein PCI Express 4.0 oder ähnliches. Aber ihr könntet eben in Zukunft, wenn ihr noch einen 5000er Ryzen irgendwann verbauen wollt, den auf dieses Mainboard draufpacken. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist möglich, deswegen habe ich es erwähnt. Kostet 59 Euro bei Mindfactory und packt mal so in den Warenkorb. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 3600 6x3,60 GHz. Ja, den Prozessor, der ist ja schon allseits bekannt. Den haben wir in dem Fall als Box-Variante mit Lüfter, weil auf diesem System auch ein normaler Box-Lüfter läuft, beziehungsweise ein AMD-zertifizierter Lüfter, so sagt es der Hersteller. Wir nehmen jetzt diesen Lüfter einfach mit dabei. Es kann natürlich auch sein, dass sie irgendeinen billigen von LC Power oder so da drauf packen. Tut aber auch erstmal nichts zur Sache, der hat eine TDP von 65 Watt, das wird wohl jeder Lüfter so weit wegkriegen können. Hat aber einen Speichercontroller von 3200 MHz, in diesem System sind leider nur 3000 MHz RAM verbaut, das heißt, das schöpfen die auch nicht voll aus. Ist jetzt gerade aber auch erstmal egal, da kommen wir nämlich noch später zu. Kostet 219 Euro bei 365tageoffen.de. Hier steht auch nochmal Standardlüfter AMD, wir nehmen jetzt den Boxlüfter. In dem Fall steht hier halt CPUs bis 65 Watt LC Power, wie ich ja eben schon gesagt habe, LC, CC, 85, 70 Watt, naja, wie auch immer. Ich denke, da wäre wahrscheinlich sogar der Stockkühler besser gewesen. Jetzt kommen wir aber zu dem spannenden Thema. Wir haben hier 8 GB DDR4 RAM, 3000 MHz Highspeed. Highspeed ist jetzt so eine Sache. Der Prozessor kann auch 3200. Der kann auch wahrscheinlich 3600 MHz, das ist auch kein Problem. Dass man das bei diesem System natürlich nicht erwarten kann, ist so eine Sache. Ob ihr einen wirklichen Unterschied merkt, ist auch so eine Sache. Die hätten sich aber ruhig den 3200er da rein konfigurieren können. Hersteller wie G-Skill, Corsair, Crucial, ADATA, Team Group. Naja gut, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Dann nehmen wir einfach jetzt mal den G-Skill Aegis DIMM 8 GB DDR4 3000 MHz, so wie er auch da angegeben ist. Die Sache ist einfach die, es sind 8 GB, was in der heutigen Zeit echt wenig ist. Es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also 16 GB sollten schon sein. Und wir haben Single Channel. Wir haben nur einen Riegel.
und ihr habt wirklich Qualitätsunterschiede bzw. Leistungsunterschiede, was Dual-Channel zu Single-Channel angeht, auch in den FPS. Wir schauen uns gleich mal ein Video an, was das für einen Unterschied macht, ob ihr zwei oder nur einen Riegel verbaut habt. Das finde ich schon ein grober Schnitzer. Dual-Channel hätte es ruhig sein können, hätten sie halt 2x4 eingebaut, wenn es schon sein muss. Kostet 31,93 € bei Mindfactory. SSD M2-Speicher haben wir nicht, ohne M.2 SSD, dafür habt ihr den Slot halt frei, da könnt ihr dann später noch erweitern auf dem Mainboard. Ansonsten haben wir eine SSD mit 240 GB. Wir nehmen jetzt einfach mal das, was da ist, die SanDisk SSD plus 240 GB. Das kann auch eine Kingston sein oder ähnliches. Ich nehme jetzt einfach mal das, wo ich denke, dass es verbauen werden. Hat eine Lese- und Schreibrate von um die 500 MB die Sekunde, wie es halt bei 2,5 Zoll SSDs so ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie eine M.2 verbauen, vor allen Dingen, weil die preislich jetzt nicht mehr den Unterschied machen. Ihr kriegt für das Geld, was die hier kostet, auch schon eine M.2. 240 GB reichen auch erstmal für das Betriebssystem aus und für ein paar Programme. Alles weitere müsst ihr dann eben auf die HDD, die in diesem System verbaut ist, auslagern. Kostet 32,92 € bei Mindfactory. Da sind wir auch schon beim Thema HDD, 1000 GB HDD. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Toshiba P300, hat auch 1 TB. Es kann auch jeder andere Hersteller sein, wie Seagate oder wer auch immer noch die Dinger herstellt. Wir nehmen die jetzt einfach mal. 1 TB reicht natürlich erstmal aus, um die meisten Spiele zu zocken, zum Beispiel Warzone und Ark und auch die großen Dinger halt. Ihr könnt natürlich auch viele kleine Spiele installieren. Die haben natürlich längere Ladezeiten, als wenn ihr das jetzt auf einer SSD oder gar einer M.2 SSD installiert. Aber man kommt erstmal damit klar, vor allen Dingen bei dem Preis. 32 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB. Ja, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man bei dem Preis erwarten? Es ist natürlich eine Grafikkarte aus der GTX-Reihe. Danach kam noch die 20er-Reihe RTX, die 30er-Reihe RTX. Also ihr müsst auf jeden Fall schon mal auf Raytracing verzichten. 6 GB Grafikspeicher, ist auch schon so eine knappe Sache. Ich empfehle den meisten mindestens 8 GB zu nehmen. Kann man, wie gesagt, bei dem Preis jetzt nicht erwarten. Für die meisten Spiele auf Full HD reicht diese Karte natürlich erstmal noch aus. Wollt ihr aber in Zukunft zum Beispiel, sag ich mal, Cyberpunk auf Ultra spielen oder WQHD, könnt ihr das natürlich mit diesem System nicht machen. Da müsst ihr wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen. Die Karte kostet auch 399 € bei HardwareCamp24. Das ist viel zu teuer für eine so, in Anführungszeichen, alte Karte. Das ganze System kommt auch noch ohne Windows. Ja, das ist jetzt nicht das große Problem. Ihr könnt natürlich einen Key kaufen bei meinem Partner CDK Deals und dann mit einem USB-Stick installieren. Habe ich im letzten Video auch schon mal angesprochen. Dazu kommt noch 24 Monate Herstellergarantie, also ganz normaler Durchschnitt. Ich finde es ganz gut, dass sie für 50 € auch noch ein Jahr mehr anbieten. 50 € ist jetzt echt nicht viel, da gibt es wesentlich teurere Angebote. Das ist schon okay. Jetzt habt ihr hier auch eine Lieferzeit von 5 bis 8 Werktage. Nehmt ihr Express dazu, das ist 2 bis 3 Werktagen. Ja, ob man das jetzt unbedingt machen müsste, ich lasse es mal weg. Dann wären wir auch schon beim Ergebnis. Hier haben wir die Toshiba HDD, die SSD, den Ryzen, den RAM-Speicher, die Grafikkarte, das Mainboard, das alternative Gehäuse und das alternative Netzteil. Da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 887,66 €. Das System soll kosten 859 €. Das ist also in der Hinsicht schon mal keine Abzocke. Ich weiß nicht, was ich von dem Netzteil halten soll. Und ich weiß auch nicht, was ich von dem Gehäuse halten soll. Und vor allen Dingen die Geschichte mit dem RAM-Speicher, dass es nur Single-Channel ist. Nehmt wirklich noch, sagen wir, 50 € in die Hand und macht Dual-Channel 16 GB raus. Dann habt ihr da schon mal keine Leistungseinbrüche. Denn wir kommen jetzt nochmal zu dem Unterschied. Ich habe hier jetzt ein schönes Video gefunden, Single Channel vs. Dual Channel RAM-Test in New Games. Er hat jetzt natürlich ein ganz anderes System, er hat eine 20er Grafikkarte und einen Intel i7-8700K. Natürlich, ändert aber nichts am Ergebnis, ob ihr jetzt Single oder Dual Channel RAM habt. Ich lasse das Video jetzt mal nicht laufen, ich skippe jetzt einfach mal durch. Wir haben jetzt hier zum Beispiel beim Single Channel 134 FPS und beim Dual Channel 151 FPS. Das ist ein ordentlicher Leistungssprung. Und hier haben wir auch schon dieses Thema mit dem RAM-Speicher, wenn ihr nur 8 GB habt. Dieses Spiel knackt die 8 GB. Hier oben steht 9822. Deswegen, man sollte wirklich 16 GB schon nehmen, vor allen Dingen Dual-Channel. Hier haben wir auch wieder den Average Single-Channel 67 FPS bei Hitman und eben bei Dual-Channel 91 FPS. Bei Shadow of the Tomb Raider haben wir im Single-Channel 104 FPS und eben im Dual-Channel 132 FPS. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen. Die drei Spiele werden erstmal reichen. Ich verlinke euch dieses Video natürlich in der Beschreibung, wenn euch das nochmal genauer interessiert und angucken wollt. Und auch hier ist es natürlich auch mit dem RAM bei 7 GB schon hart an der Grenze. Ihr müsst noch dazu bedenken, dass Windows ja selber auch noch RAM zieht und Discord und Spotify, alles was ihr so nebenbei aufhabt. Und wenn ihr dann noch überlegt zu streamen, ja dann Prost Mahlzeit, dann habt ihr richtig Probleme. Jetzt kommen wir noch zu meiner Art und Weise FPS-Test. Dieses Video wird natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist nämlich die 1660 6 GB mit dem Ryzen 5 3600. Ihr müsst aber bedenken, in diesem System stecken auch Dual-Channel 16 GB mit 3200 MHz, die ihr ja eben nicht habt. Denkt dran, dass ihr dieses System wirklich aufrüstet, dass ihr Dual-Channel habt. Das ist ganz wichtig, sonst werdet ihr an die Leistung, die hier angezeigt wird, nicht rankommen.
Hier haben wir die Einstellung von Apex Legends in dem Fall, also das meiste auf High. Und hier stehen halt die Average FPS, jetzt hat er hier so 100 FPS, was erstmal völlig ausreicht für so ein Spiel. Alles über 60 FPS ist in Ordnung. 144 wäre natürlich wünschenswert, könnt ihr bei so einem System natürlich nicht erwarten. Dann kommt hier Assassin's Creed Valhalla. Hat alles soweit auf Low oder Medium gestellt, außer die Texturen, die stehen auf High. Und da seid ihr so bei im Schnitt 64 FPS. Dann hätten wir hier noch Battlefield 5. Also das meiste auf Ultra. Da habt ihr auch 88 FPS, 89 FPS, 90. Das ist also auch völlig in Ordnung. Dann schauen wir uns noch Warzone an. Alles hier so Durchschnitt zwischen Normal und High. Da habt ihr ca. 87 FPS. Jetzt schauen wir uns noch Cyberpunk an. Auch alles in Full HD. Hat die Grafik natürlich, wie man hier sieht, zwischen Low, Medium, Ultra, da ist alles mit dabei. Also wirklich alles auf Maximum gedreht geht natürlich nicht bei dieser Grafikkarte. Und natürlich habt ihr da auch über 60 FPS, wenn ihr jetzt die Einstellung so übernehmen würdet, was er da auch eingestellt hat. Das war ja auch eben schon dieses Thema, was ich gesagt habe. Ihr könnt mit dieser Grafikkarte und diesem System allgemein nicht erwarten, dass ihr Cyberpunk alles auf 100% dreht und dann zocken könnt. Das funktioniert nicht. Ihr müsst ein paar Abstriche machen bei der Grafik. Alles in allem ist das System natürlich in Ordnung. Ob es jetzt unbedingt eine 2,5 Zoll SSD sein musste und eben dieser Single-Channel-RAM, das ist so eine Sache. Ist auf jeden Fall keine Abzocke, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn sie jetzt gesagt hätten, das System kostet 1.100 oder nur noch mehr, dann hätte ich gesagt, lass bloß die Finger davon. So ist es ganz okay. Wie gesagt, noch den Dual-Channel-RAM rein und dann habt ihr erstmal Ruhe. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Tretet gerne unserer Discord-Community bei. Die freut sich, wenn immer neue Leute dabei kommen. Wenn ihr Fragen habt, überhaupt kein Problem. Alles bitte im Discord stellen. Ich werde jetzt in Zukunft nicht mehr über meine geschäftliche E-Mail antworten. Ich werde auch kein Instagram mehr beantworten, gar nichts mehr. Wenn ihr Fragen habt, geht wirklich über Discord. Da habe ich dann alles schön gesammelt und da kann ich auch antworten. Meine Mods können antworten. Dann passt das soweit. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert auch gerne, was ihr von diesem System haltet. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.